Willkommen zurück zu Pergo und einer Runde Sky Factory 2. Wir bauen mal wieder an unserem Schloss weiter. Es wird auch eher nur so ein bisschen ein kleines Update-Video, da ich momentan nichts mehr aufnehmen komme. Ich bin momentan nicht so zeitbedingt auf das, dass ich viel zocken kann. Also ich möchte gerne mehr zocken, als ich möchte. Ich habe eine Zeit lang viel LoL gezockt und so. Mache ich immer noch nebenbei, aber momentan eher ohne aufzunehmen, eher für den Spaß. Und aus dem Grund kann ich momentan nicht so viel hochladen, wie ich gerne möchte und auch gar nicht so viel spielen, wie ich gerne möchte. Deswegen eher ein Update-Video. Ihr seht hier, ist jetzt ein neuer Gang entstanden, den man auch nutzen könnte, theoretisch gesehen. Ups, wollte ich nicht. Der ist halt da und dann führt er halt ins Schloss irgendwann mal rein. Und hier habe ich auch schon fast überall die Fenster ausgekleidet und dort die Fenster gemacht, wo sie hin sollten. Habe mir relativ viel Mühe gegeben mit dem Gang, auch mit dieser auf einer richtigen Ebene, habe jetzt auch irgendwie bisschen nach was aussieht, mit den kleinen Brücken unten, die Stützen, wo man überall auch durchgehen kann, und das wird auch unten mit Erde verkleidet. Ich weiß gar nicht, ob das schon alles gesehen war soweit, aber jetzt hier überall ringsrum verkleidet, hier ist ein kleiner späterer Balkon, sage ich mal, der noch entstehen soll, der war auch oder ist auch an dem Schloss dran. Das ist alles, was hier gebaut wird, wirklich am Schloss auch vorhanden, nur nicht alles in der Größe und vielleicht nicht die Proportionen, die stimmen. Als nächstes baue ich gerade momentan hier hinten dran an der Heckfront. Da kommt nämlich auch nochmal so ein Balkon dran, sage ich mal. Und zwar wird erst einmal hier massiv gebaut und dann kommt ab der Ebene bis nach unten ein Stückchen voraus, also ein bisschen, sag ich mal, vorgebaut, ungefähr bis hierhin. Kommt dann mit Holz, mit so ein paar Microblocks gemacht, dass wir da halt ein paar Streben reinkriegen. Es ist halt alles auch in das Schloss dran. Ich versuche vielleicht mal ein paar Bilder einzublenden, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Und für diese Folge werde ich jetzt einfach nur diese Front jetzt erstmal schließen und euch halt sagen, wie es weiter aussieht mit den Videos. Wie gesagt, hier muss ich auch noch ein bisschen das Marble, das ist gar kein Marble, das ist Quarz, ne? Genau, Quarz und Glas reinmachen. Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich die Fenster reinmache, wie viele Fenster ich reinmache. Ich hatte es mir mal aufgeschrieben, aber ich finde den Zettel momentan nicht. Bin aber dennoch weitaus begeistert von dem Projekt oder von meinem Bau. Das macht mir immer noch einen Heidenspaß, hier ranzubauen, weil ich in der Dimension noch nie gebaut habe, dass ich eins so großes Projekt, sag ich mal, 1:1 nachgebaut habe. Hier oben habe ich jetzt schon die ganzen Ecken gefüllt, so gut wie es ging. Ausgefüllt. Ich verlege euch vielleicht eventuell den Ersatz, sodass die halt ersetzen gegen richtige Blöcke. Dann sieht aber der Turm von innen drinne scheiße aus, habe ich auch schon getestet. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse erstmal so. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch eine andere Idee, wie das vielleicht irgendwie verbessern könnte. Aber jetzt kommen wir einfach zu unserer Front oder unserer Frontaufgabe, in Anführungszeichen. Mache dafür erst einmal hier überall eine Schicht Barrel rein, damit ich auch dagegen anbauen kann. Also so gehe ich dann mal vor. Und sonst habe ich immer Probleme beim Bauen. Ich könnte jetzt natürlich auch so bauen, da hätte ich eine schnellere Effizienz, sage ich mal, eine schnellere Baueffizienz, aber geht ja auch so. In dieser Rundung kommen auch wieder Fenster rein. Das Schloss hat generell sehr viele Fenster, ist mir aufgefallen. Das hat wirklich, sag mal, bestimmt 40% des Hauses aus Glas. Das ist echt Hammer, wie viele Fenster drin sind. Das kann man auch gar nicht so gut nachbauen, wie es halt wirklich da ist. Das ist ein richtig krankes Gebäude. Aber es macht wirklich Spaß, sich da Mühe zu geben, sich da reinzustecken. Ich weiß doch gar nicht, wie oft ich mittlerweile schon eine Wand abgerissen habe, eine Wand dazu gebaut habe. Das ist schon der Hammer. Das habe wirklich schon bestimmt 10, 15, 20 Mal gemacht. Eine Wand auf- und abgebaut. Ja, einfach so, zack. So, das war meine Hauptaufgabe, die ich eigentlich machen wollte. Das Video wird auch gar nicht so lang werden, damit ich es auch heute noch hochladen kann. Kann eigentlich noch mit euch die schnell dieses Carpenter ausfüllen. Gucken, wo ich da das Fenster einbaue. Gucken, wie groß das wird. Das wird dann mal mittig gesetzt bei mir. Gucken, ist ein Dreier. Mache ich da ein Dreierfenster rein? Eigentlich eher nicht so, ne? Ich würde sagen, ich mache hier noch eine Schicht rein. So in etwa. Und dann komme ich ins Zweierfenster rein. Und zwar hier abgeschlossen. Und hier auch. Dann passen wir uns an dem Fenster an. Dann kommt da ein Fenster rein. Und dann können wir hier so weitergehen. Das könnte ganz gut werden. Dann kann ich auch eigentlich den Boden damit auch ausfüllen. Theoretisch.
ob's Leute eigentlich auch hin drauf stehen kann hinterher oder lang gehen kann. Aber man hat ja schon relativ wenig Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen, da es halt so extrem verwinkelt ist. Also in echt ist es ja natürlich alles ein bisschen breiter, aber ich hatte wirklich nicht Lust auf 1-zu-1-Baustil zu gehen. Ich wollte es halt irgendwo schon originalgetreu machen, aber halt nicht in der Dimension, weil das würde so viel Platz beanspruchen, so viel Zeit beanspruchen. Wäre es bestimmt auch mal eine lustige Maßnahme, aber dann bräuchte ich auch mehr Mods und Commands auf den Server, damit ich halt da schnell vorankomme, um Sachen vielleicht zu kopieren und so weiter. Der Builder-Font ist schon praktisch, aber da gibt es noch weitere praktische Mods, die man da zum Bauen nutzen könnte. Das ist nicht im Grund. Ich sag mal, ich versuche es so ungefähr nachzubauen, wie man es halt, wo es wie es halt in echt ist. Und deswegen muss halt so ein paar Kompromisse eingehen. So, ich guck nochmal rein. So, da haben wir das auch schon. Würde ich sagen, das ist schon mal ganz schick. Das gefällt mir auf jeden Fall. Könnten jetzt noch die Fenster reinmachen. Mal gucken, wie viel haben wir denn eigentlich hier. Wenn ich jetzt hier sage, die zweite, würde das heißen, da wäre, da mache ich dann drei dazwischen oder zwei dazwischen. Wir testen es mit zwei. Gucken, ob wir es hinkriegen, ob das dann auch vorne genau ankommt. Vermute mal nicht. Aber mein Glück. Hoffe aber das Beste. Wenn ich es schaffe, lade ich heute noch eine Runde LOL hoch. Nee, wird nichts. Schade. Und ich darf mich noch eins. So doof. Wenn ich das mich dazu machen würde und hier einen Einser reinmachen würde. Das da drüben genauso, das war auf der Ecke bleibt stehen. Das da kommt zu und dafür kommt hier in einer rein. Dann könnte das doch eigentlich ganz gut sein. Ja, das damit kann ich leben. Das akzeptiere ich so. So, dann machen wir kurz hier die Fenster fertig, die Front. Und dann soll es auch mit dem Update-Video gewesen sein. Es ist ja schon wieder eine Menge passiert vom letzten Video bis hierher. Wenn ihr das vergleicht, das Video kam ja auch bis jetzt ziemlich gut an. Also wirklich das meistgesehene Video bei mir. Oder zweitmeistgesehene. Und das freut mich schon sehr, muss ich echt sagen. So, jetzt noch Fenster. Gib mir mal den, nein, für die Kappen, aber ich habe mich den Glasblock haben. Blackstained Glass, das ist gut. Das kommt hier rein. Dann habe ich da schon wieder eine Menge auf dem Server geschafft, auch wenn es relativ zügig geht und man denkt immer, ist gar nicht so viel und aber wenn man das dann hinterher sieht, dass man das erstmal alles ausrechnen muss, sage ich mal, und irgendwie gucken muss, wo mache ich es hin, das Bild abgleichen, weil ich mache es immer vom Bild so ein bisschen abpauschen, sage ich mal. Das ist schon eine Menge Arbeit. Mal jetzt hier am Ende das Ausfüllen und das mit einem Bild aus vorne zu machen, das ging relativ zügig. Das gebe ich auch zu, das ist kein Hexenwerk, aber lass einfach gucken, wo fange ich an? Mit wie vielen Schrägen möchte ich rechnen? Möchte ich da 5 rausgehen? Möchte ich da 7 rausgehen? Möchte ich da vielleicht 2 rausgehen, dann gerade, dann wieder 2 rausgehen? Wie sieht's am besten aus? Und das Ganze habe ich nicht aufgenommen, weil da muss ich mich schon ziemlich konzentrieren, wenn ich diese Ecken mache. Ich habe diese Ecken dreimal getestet auf 3 verschiedene Weisen und fand dann doch die simpelste Art am schönsten in dem Fall. Es ist selten, dass mir das sogar schnell gefällt. Aber von den Möglichkeiten, die ich hatte, war wirklich das in meinen Augen das Schönste gewesen. Wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt, oder vielleicht selber da wart, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bin für Verbesserungsvorschläge immer offen. Und mit diesem Anblick verabschiede ich mich, mache jetzt noch einen kleinen Screenshot davon, damit ihr auch davon als Thumbnail was habt, damit ihr wisst, um was es geht. Und dann mit den Worten verabschiede ich mich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Pergo. Ciao.